Hallo und herzlich willkommen. Der ist ja gerade in die Schlucht gesprungen? Nee, der steht doch da. Ah, da unten. Bei mir ist er jetzt da unten an der Schlucht irgendwo da dran. Wer? Ach, schön. Fängt ja wieder gut an hier bei Los Forestos, Popestos, Domestosteron, Testosteron, Skulls 1. Was machen die denn hier? Die suchen Dana Scully. Alter, ich kündige. Ich speichere mal schnell, bevor du mich tötest. Warte. Der Gronkh hat nämlich gesagt, er will mich jetzt unbedingt umbringen, weil ich so gemein war. Nee, das hat damit nichts zu tun, generell. Doch. Nee, warte, ich hau jetzt mal den da drüben, sonst, Okay, pass auf. Ciao. Was? Ich hab ihn nicht getroffen? Was? Das gibt's doch gar nicht, das kann gar nicht sein. So, ich hab mich mal ein bisschen ernährt. So, jetzt brennt der. Das Problem ist, ich würde echt gern wissen, was passiert, wenn die in die Grube fallen. Und das würde ich echt gern sehen. Trinken und so, ne? So ein bisschen Dosenzeugs, wenn man ganz kurz wieder einsammelt. Aber ich trinke auch die ganze Zeit nicht aus dem Schildkrötenteil. Das ist ein bisschen fehlerhaft von mir. Ja, zu. Oh, da kommt wer. Aua! Wie bist du denn da rumgehappelt? Ich habe Balken auf dem Dings, ich kann nicht kämpfen. Muss die Balken abliefern. Okay, ey, das Schnauze. Wächst super schnell. Also wie gesagt, falls ihr letzte Folge nicht gesehen habt, wir spielen ja mit Community, mit William Johannes. Und den Blue Shocks haben wir letzte Folge ja schon ein bisschen lustig rumgespielt. Die wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob die das glauben, dass wir hier gerade eine Aufnahme machen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Dann ist noch einer, was ist denn los? Ich mache jetzt hier mal gerade die Wilderjagd. Die Wilderjagd? Die Wilderjagd, ja. Okay, ich hau dir mal auf die Fresse. Komm. Oh, cool. So, der brennt. Das war's, ne? Ja, das war's. Warte, ich bin voll der Robin Hood geworden. Ich bin voll der Robin Hood geworden. Das ist unfassbar. Ja, Kirk macht aber auch mega Spaß. Robin Hood. Ich bin eher so, Tuck der Mönch, oder wie ist der? Bruder Puck, die Stubenfliege. Da darfst du wissen, meine Skills im Nahkampf natürlich legendär. Im Nacktkampf? Ja. Boah, meine Skills im Nacktkampf sind auch, also da... Huch. So. Ich muss mich mal ganz kurz ausruhen. Ich hätte mich auf die Bank setzen sollen. Das Problem bei diesem Ding ist halt echt, dass wir da keinen Schlitten richtig hinkriegen, so. Oh, 90, 183. Ja, stimmt, vor allen Dingen durchs Wasser, ne? Ja, ist ein bisschen problematisch. Wir müssen auf der anderen Seite eigentlich harvesten. Und dann haben wir aber auch wieder hier diese Felsen. Ja, aber wir kriegen das schon ganz gut mit dem Hin- und Herlaufen. Klappt eigentlich schon ganz gut. Ich greife gerade eine Mücke an. Aua. Ne, Alter, mach sofort Feuerpfeil rein. In mich selber am besten. Dann willst du dich garantiert nicht mehr attackieren. So, ich fäll mal hier auf der anderen Seite ein bisschen was, ne? Okay. Ich fäll hier mal was zurecht. Wie schön diese Kerben eingeschlagen werden in diesem Baum. So. Es ist ein Meisterwerk. Man fällt übrigens schneller, wenn man kein Feuerzeug aktiviert hat, wenn man mit beiden Händen schlägt. Ich habe ja eh kein Feuerzeug. Bei mir ist das doch die ganze Zeit. Ah, ja, stimmt. Folgen erst oder so. Stimmt ja. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht am Spiel liegen. Das ist heile. Ich weiß nicht. Ich habe das Spiel ja sogar mehrfach neu gestartet und sowas alles. Nee, das muss auf jeden Fall. Das Problem sitzt vor dem Rechner, weil das Spiel ist fertig und funktioniert einwandfrei. Okay. Ich muss L drücken. Ich krieg's einfach nicht hin. Mal gucken, ob es jetzt geht. Nee, es geht einfach nicht. Scheiße, verkackt das. Ah! Ja, keine Ahnung. Irgendwas buggy. Bei den Night-Dingern ist das aber echt ätzend halt, ne? Bei den Night-Dingern? Ja. Achso, ja, bei wenn es Nacht ist, meinst du? Ja, dafür nutze ich dann halt ewig viele Brandpfeile immer, ne? So, wenn ich halt die ganze Zeit mit Bogen rum, aber. Es kann ja nicht sein. Es kann es ja wirklich nicht sein. Da muss komisch. Ja. Finde ich komisch. Aber ich glaube, die haben jetzt mit dem neuen Patch irgendwie ein bisschen was reingehauen an Bugs. Boni. Ja, das es lief nicht so gut wie bei unserer ersten Session. Nee. Muss man einfach mal anerkennen. Also wenn wir diese Session nicht so viel schaffen, es liegt an Forest. Natürlich. Und an uns. Ein bisschen aber nur. So 10%. Nein. Vielleicht weiß ich von mir. Ich bin Profi, ja. Ich bin Profi. Ja, du ja, ja. Oh, vielleicht erschlage ich das Reh mit dem Baum. Das wäre mal der Highlight gewesen. Alter, wenn das gehen würde, das Reh wird so richtig blutig zerplatzen. Boah, voll geil. Hätte man aber doch ein schlechtes Gewissen, aber wäre trotzdem cool. Boah, voll der Hammer wäre das einfach nur. Nee, Quatsch, ey, so ein armes Reh. Irgendwie habe ich auch Mitleid mit virtuellen Tieren oft, irgendwie. Ja, die Rehe sind ja auch süß. Menschen. Die Rehe sind süß. Bei den Lurchen, na, Lurche sind natürlich auch süß, aber da ist man es ja schon gewohnt, dass die lecker sind. Aber bei so einem Reh, naja. Boah, ich glaube, ich baue jetzt gleich doch so einen Karren. So. Die Wege sind... Der hier noch Holz holt? Nee, ich habe gerade ganz viel gefällt. Geh mal auf die andere Seite am besten. So, ich habe da gerade ganz viele Bäume gefällt. Da sind die Laufwege nicht so lang, weißt du? Oh. Lurch, Survival! Oh.
Ach, eigentlich kann ich das. 80 Stück, Alter. Ich will das Fleisch mal. Ich will das Fleisch mitnehmen. Dann hänge ich das hier nämlich mal zum Dryen auf. Dann wird das nämlich auch nicht so schlecht. Kann ich das so? Ist da noch Platz? Oh, ach, jetzt haben die ganze Füße aufgehangen. Wer will denn die essen? Wire Trap, Alter. So. Ja, ja, wir können auch Fallen bauen für die Ureinwohner. Das geht auch. Boah. Da kannst du halt richtig geile Sachen machen, die teilweise auch richtig geil buggy sind. Da gibt's schöne Fallen. Das ist voll gut. Bisher finde ich unser altes Lager gemütlicher, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja gut, hier ist es auf jeden Fall, das alte Lager ist mega gemütlich, weil wir da auch so lauschig im Wäldchen sind. Hier haben wir jetzt alles wegrasiert. Aber generell glaube ich, das hier wird cooler von der Location her, wenn wir da erstmal ein Haus oben drauf haben und sowas. Ja, auf jeden Fall. Also es wird schon eine nice Angelegenheit. Ich gucke gerade mal so zwischendurch, was es so alles gibt. Boah, wir müssen einen riesen Stair darüber bauen. Boah, warte mal. Ja. Können wir nicht von den Klippen eine Brücke darüber bauen? Ja, das wollte ich ja machen. Ah, okay. Hat es das erledigt? Wenn das natürlich geht. Das weiß man nicht so genau. Ja, bin ich mal gespannt. Bin ich mal sehr gespannt. Ich würde halt gerne, am liebsten würde ich eine Hängebrücke machen. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Boah. Haut sich einfach so ein Reh gerade in meinen Schlag. Und da oben fliegen wieder die Schwänse. Oh, was für eine Anstrengung. Boah, ich habe so Hunger vom Baum fällen. Oh. Muss gleich mal Snacks organisieren. Entschuldigung, ich habe das Reh gerade geschlachtet. Hast du ihn getroffen? Von dem? Von wem? Vom Reh? Also ich dachte, weil du dich entschuldigt hast, aber du hast dich beim Reh entschuldigt, oder was? Ja, ja, weil ich habe das gerade, ehrlich gesagt... Die Nahrung. Wie die Indianer das immer machen, das fand ich sehr gut, die eher noch Fleisch. Weil ich glaube selber, wenn wir so viele Tiere wirklich töten müssen, würden wir lange nicht so viel Fleisch essen. Es ist schon ein bisschen, naja. Ja, das stimmt. Aber hier bei Forest ist es halt nur ein Computerspiel, Freunde. Ja, da muss man halt auch differenzieren. Manche Leute halt auch ein bisschen übertrieben ernst, so ganz ehrlich. Also. Das stimmt. Wenn ihr dann sagt, wie konntest du das Reh? Das Reh tut einem natürlich leid, aber letzten Endes ist es halt, also wir können halt die Realität von, und so unterscheiden. Nee. Das Reh musst du voll leiden. Das musst du so leiden, dieses kleine Reh gibt's. Das war noch nicht mal 8. So. Warum kann das kaltblütig immer ist? Das ist kaltblütig getötet. Was ist denn da schon wieder los? Du bist ein Mörderschwein. Hast du deine Evolution abgeschlossen? Bist du jetzt ein Pokémon auf neuer Stufe, oder? Gremlin. Ach so. Alter, das so zu reden. Super weh im Rachen. Das Schöne ist, wenn wir die Plattform fertig haben und nicht nach oben kommen erstmal. Geil! Und dann alles für den Arsch ist. Ja, geil, wir können keine Treppe bauen, die geht nicht hoch genug. Das hätten wir vielleicht erstmal planen sollen mit diesen ganz tollen Konzepten. Ja, das mit der Brücke können wir so oder so machen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Architektenbüro damals. Ja, ja, ich habe ja dann auch Architektenpreis Berlin 93 habe ich damit gewonnen. Mhm, weiß ich noch. Damals, als diese riesen Kinos gebaut wurden, wo du das noch alles geplant hast. Und es glauben ja jetzt viele nicht, dass der Gronkh Altmaier vor ein paar Jahren wirklich Architekt war. Das stimmt. Und Paläste gebaut hat in die Luft. Paläste. Also man hat mich ja auch... Das man hat mich natürlich auch. Gebäude war ja für die Planung verantwortlich. Ja? Ich habe auch diese Gastrolle gehabt in der Matrix als der Architekt. Mhm. Hat man ja gesehen. Ja. Lange Haare, Bart. Genau. Oder? Ja, boah, ich muss gleich dringend mal auf der Bank sitzen übrigens. Oder was essen. Ja, ich kämpfe durch, Alter. Ich bin nicht so weicher wie du, weißt du. Hä, du machst so Dauernpause. Ich mach Pause? Natürlich. Ich habe Videobeweis, ja? So. So, die beiden... Achso, das ist... Komm, dann mach ich das mal fertig. Ich habe keine Ahnung, warum die hier so ein Lämpchen hinbauen. Das ist ein Rätsel, aber ich mach da mal mit. Geil, ein Waschbär. Jetzt essen die natürlich die ganze Zeit diesen... Ich will gar nicht Menschen essen die ganze Zeit. Das klingt komisch, aber... So, ich setze mich erstmal ganz kurz ein bisschen hin. Ich habe meinen ganzen Waschbär mitgenommen. So, wo landet denn der Waschbär? In deinem... Der ist Generic Meat in deinem Inventar. Also generisches Fleisch. Ah, wird der direkt gerüstet. Nee, der ist noch also, roh. Ja, ja, noch klar, selber... also, ja, genau, aber gefleischt. Sorry, das war das falsche Wort. Und ein Reh habe ich gesehen, glaube ich, 4 Fleisch direkt. Das ist schon ziemlich cool. Boah, ich fäll gerade 2 Bäume auf einmal, das ist ja geil. Mit links und mit rechts gleichzeitig? Nee, die stehen nebeneinander direkt und wenn ich schlage, treffe ich die ganze Zeit beide. Also einen mehr als den anderen, aber... So, mal gucken, ist das noch geil. Gut. Das ist mal effizient, Junge, das ist mal richtig effizient hier. Also ich muss sagen, die Folge an sich ist auch relativ effizient, auch wenn wir die ganze Zeit nur hin und her laufen. Das tut mir natürlich sehr leid, dass wir hier die ganze Zeit nur im Rennen sind, aber das bleibt ja nicht aus gerade. Bei so einem übertriebenen Bauprojekt auch. Ja, also ich weiß nicht, was der Sarazar sich dabei gedacht hat. Das ist ja der Bush Forest. Oh Gott.
Ich weiß generell nicht, was der Sarazar sich da. Ich. Ja. Du da musst zugeben, dass der wirklich schlecht war. Das musst du wirklich. Also, da musst du wirklich. Wenn du das nicht zugeben kannst, dann. Das war ein Witz für Intellektuelle. Was? Also, diese Rechtfertigung stinkt, aber das ist ja unglaublich. Wenn du den nicht verstanden hast, selber schuld, dann solltest du bei deinem IQ nachdenken. Und das heißt nicht EQ. Ich komme da nicht ran, glaube ich. Nee. Ach, wie schön das ist einfach. Den Aufnahmeknopf gedrückt. Hat jemand vielleicht was zu essen? Gebilde gebaut mit einem Team. Warte, wir haben wieder einen Eingeborenen. Der wundert sich natürlich jetzt, wo ist der Forest hin? Und ich werde es dir zeigen. Den habe ich hier, da habe ich einen Pfeil draus gemacht. Kriegst ein bisschen Holz ins Herz. Oh, wie übel. So. Ich mache bei Nachtpause, aber wir haben das gleich. Wir haben es gleich, Alter. Oh, Alter, das ist nicht nur einer. Oh, hier liegen so viele. Ich habe so viele Bäume gefällt. Warum baue ich eigentlich alleine? Warum baue ich hier gerade alleine? Ja, weil ich hier gerade Eingeborene ja töten muss. Ja, Alter, wir haben hier echt. Da ist noch einer. Leckt mich am Arsch. Wie viele noch? Ich konnte mich nicht entzünden. So, wieder 3 Stück getötet. Alter, wir haben hier echt den ganzen Wald platt gemacht. Ich schäme mich ein bisschen schon. Ich komme mir gerade vor wie der weiße Mann. Wo ist denn der, dieser Lockshed? Der Lockshit ist, der eine ist im Wasser, da kommt man nicht mehr ran. Welcher Punkt ist dies? Was? Wie welcher Punkt? Ja, es gibt ja mehrere Punkte in diesem schönen Buch. Moment. Ach so, okay. Ich hab ihn. Ach so, das meinst du, okay. Ich habe ihn. Weißt du was, die restlichen Bäume habe ich jetzt auch nochmal weg. 16 Sticks, was zur Hölle. Ja, das ist ja schnell gemacht, weißt du? Weil die ja auch 30 Milliarden Sticks rumliegen direkt. In Holland vielleicht. Ach Gott, der war. Ist das auch wieder so ein intellektueller Witz? Ja, ich verstehe ihn, also den verstehe ich. Der ist ja Disney-Qualität. Was nicht unbedingt für mich spricht, oder spricht es nicht gegen mich? Ich weiß es nicht. Entscheide du. Das ist Disney-Qualität. Also wenn man den nicht versteht. Den muss man nicht verstehen. Nee, dann ist man wahrscheinlich noch etwas jünger oder anständig. Genau. Und hoffentlich beides. Hoffentlich beides. Oh, ist es sehr neblig gerade? Fast 12. Hast du einen Nebelvertrag unterschrieben? Aber der war auch etwas für Intellektuellere, ne? Ja, natürlich. Ja, der war schon sehr, sehr hohes Niveau, habe ich auch gefühlt. So. In der Luft liegt ein wenig Mediasaft. Was? Was? Boah, Alter, der Mock kommt bis hier rüber, der zieht einmal quer über den Friesenplatz. Schön. Schön. So, noch ein Bäumchen. Alter, wie viele Bäume denn noch? Ich weiß es nicht. Wer hat denn hier, das ist doch... Ja, nur noch satte 39. Das ist doch ein Geschenk. Boah, das geht aber. Alter, 39 geht aber sehr. Das Problem ist nur, dann haben wir bis jetzt nur das Fundament. Aber das ist auch das Krasseste, ehrlich gesagt. Weil das ja so hoch ist halt. Und dann werfe ich da einen Molloy rein. Tolle Idee. Und es brennt. Oder dann kommen Eingeborene, reißen unten ein Holz weg und dann war's das. Dann ist alles wieder kaputt. Ich find's komisch, dass so viel nicht zerstörbar ist. Also, muss ich mal warten. Das was? Dass so vieles nicht zerstörbar ist. Ja, vor allem diese kleinen Sachen. Wände und so geht ja inzwischen alles. Aber ich glaube, das kommt alles noch, dass du so Sachen abbauen kannst oder auseinander nimmst oder sowas. So, kurz abwarten. Keine Eingeborenen. Ich hol mal gerade Sticks, so, komm. Wir sind so viel geästet. So. Kann ich dann vielleicht was draus zaubern hier? Halt, jetzt nimm das doch mal. Ah, brauche ich noch ein paar mehr. So. Ich habe jetzt die Seite noch mal ein bisschen abrasiert. Ich kann nicht mehr tragen, schade. Ich kann ja nur 10 Sticks tragen. So. Ein paar Stöckchen eingebaut. Dieses schöne Gebilde. Zack. Ich glaube, wir werden am Ende mehr Dinger haben, als wir brauchen. Holz? Mehr Baumstämme. Vielleicht solltest du mal so ein Lager bauen da unten, damit wir die da nicht weggeworfen werden. Wenn du gerade da hinten. Ich bin nämlich hier gerade an diesem. Ah, geil. Der Lockset ist fertig, Freunde. Der Lockholder. Ja, das bringt schon ein bisschen was, glaube ich. Weil ich da hochkomme jetzt mit diesem Schlitten. Aber dann bringe ich richtig viele Baumstämme mit. Ich war hier sehr effizient am Arbeiten. Was war das denn gerade?
mich am Arsch, ey. Hast du so einen Freeze mitten beim Bau, gerade wo du setzen willst, und dann ist einfach puto. Das ist bei mir andauernd so. Und dann verabschiedet sich der Server und alles ist so, okay. Ich muss wieder neu laden. Warum kannst du mich mal einladen? Alter Johannes, jetzt geh doch mal. Im so. Notfall bring ihn um. Guter Plan. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr. Also eine Sache, die gibt es hier sehr wenig, und das sind Stickies. Boah, ich komme richtig. Nee, du musst die kleinen Astdinger einfach nur umnutzen. Dann hast du ja, ja, aber davon gibt es ja auch nicht so viele. Okay, hier hinten sind jede Menge. Guck mal, bring mal Zeugs mit. Boah, geil. Das mit dem Logsled hat sich auf jeden Fall gelohnt, ohne Scheiß. Ich glaube, man spart Zeit. Ja. Ich muss jetzt hier gerade alles in einer manuellen Handversenkung machen, weil man mit dem Logsled natürlich nicht über den Fluss kommt. Es sei denn natürlich, man würde eine Brücke drüber bauen. Eine Drücke? Boah, nice. Okay. Den Film die Drücke. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, da noch weiter zu bauen. Großartig, wenn man drin ist und dann fehlen noch irgendwie so viele. Aber wir müssen da reinbauen. Okay. Beim letzten stellen wir uns genau. Und dann, der letzte steht drin, weißt du, und dann kommt er nicht mehr raus. Ist vorbei. Boah. Was eigentlich total geil wäre, aber halt fürs Let's Play scheiße, weißt du? Nee, wir müssen halt da draußen bleiben. Wir müssen das den Jungs überlassen. Wir warten einfach, wir lassen noch einen übrig und wenn von den Jungs. So gemein sind wir. Oh, wir sind echt mies. Aber lustig. Ja, ist ein bisschen lustig. Sorry, ich entschuldige mich hier schon mal hier und jetzt. Warum, seit wann seid ihr solche Arschlöcher geworden? Wie geworden? Wenn die wüssten. Das wäre voll witzig, Mann. Ja, da machen wir auch. Da könnt ihr gerne die ganze Schuld auf mich schieben. Ich setze da nicht den ganzen gerne Clip rein. Auf alle. Das war jeder der einzige Grund, sehen. Warum wir den Server geöffnet haben. Aber ich glaube, jeder will das sehen. Nee, ja, auf jeden Fall. Huch. Pink, so, Loks. Da rausgespammt, spawned. Oh, ich muss mal wieder kurz sitzen. Ja, das kenne ich. Manchmal ist die Muskulatur doch durchaus angespannt. Man freut sich, sich mal wieder sitzen zu können. Boah, das wird ein krasses Ding, glaube ich. Ich bin ja nicht sicher, ob die moderne Axt nicht sogar schlechter ist. Ja, ich habe das Gefühl, die ist auch irgendwie genauso kacklangsam. Ja, wenn nicht sogar langsamer. Oder schwerfälliger irgendwie, das ist das Maximale. Ja, vielleicht macht die mehr Schaden im Kampf, aber insgesamt bin ich nicht begeistert. Also nee, ich auch nicht. Also die hätten sie eigentlich doppelt so stark machen sollen, damit man echt mal den Unterschied hat. Ja, also ich merke ihn kaum. Vielleicht kann da aber jemand auch von den Zuschauern was zu sagen. Ich weiß es nicht. Also ich merke da echt nicht zu den Ultra-Unterschied. Nee, ich auch nicht. Null. Okay, bring mir sieben neue mit. Okay, hinten hinzulaufen ist echt mega umständlich. Da wären Logsleds sinnvoller, aber naja, jetzt muss ich Baumstämme halt wegräumen. Wir können ja auch mal ein Rennen machen mit Logsleds. So eine Strecke mit so einem vollen Logsled. Das, oh Gott. Logsled-Rennen. Ist voll geil. Da müssten wir zwei Punkte definieren. Wenn ich hier angeheizt komme. Boah. Wir karren das Holz an, Alter. Wie damals im Mittelalter Burgen gebaut wurden. Burgen. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt aufpassen. Oh ja, jetzt müssen wir aufpassen. Es sind noch fünf. Ich bleib draußen. Einer nur noch. Ich bin raus, Johannes. Jetzt. Alter, geil. Er ist drin. Mami, geil. Johannes. Das tut mir voll leid. Wie geil ist das denn? Alter. Alter! Wir sind solche asozialen Wichser. Ach, wie schön, ey. Boah, Spieler gefangen genommen. Alter, wie geil ist das? Das ist der beste Knast überhaupt, Alter. Johannes. Boah, Johannes, es tut mir echt voll leid. Naja, es tut mir echt voll leid. Ich wäre beinahe mich jetzt beinahe auch noch erwischt. Ich musste schon fast lachen, dass ich es bin. Also er muss eigentlich nur außen einloggen. Ja, das ist voll lächerlich. Respawnt eigentlich ist kein Problem. Ja genau, dann ist er wieder vorne. Wenn er gescheit hat, sonst ist er irgendwo da hinten. Versuch mal, dich zu ducken. Ich glaube, da kommt man nicht durch. Das geht nicht. Jetzt allerdings die Frage, ob wir da nicht nur so ein hässliches Gerücht haben, sondern auch ein tolles Haus drauf bauen können. Boah, Alter, das muss doch der Hammer sein. Warte mal, es gibt doch die Stairs. Der arme Johannes. Johannes. Der Johannes, ey, da war aber einmal gemein, ey. Also, aber einmal ganz ehrlich, komm. Ist jetzt auch echt nicht so ein Weltuntergang. Wir hätten aber eigentlich mal, bevor wir das machen, nochmal saven sollen, wir Vögel. Das war auch ziemlich risikoreich. Ja, das stimmt.
Und ich werde jetzt mal wieder den... Ach, kannst du mir gerade mal das Feuer anmachen? Mein Feuer geht ja immer noch nicht. Mann. Oh, was macht... Jetzt ist der Jonas da hinten runter. Alter, das ist voll spannend. Nein. Warte mal ganz kurz. Der kannst ist jetzt da hinten Feuer runter. Mal, ach, da kommt mein ja, Snack. Warte mal, ich hab noch mal das Feuer. Wir haben da hinten die ganze Zeit diese Racks, diese Dry Racks. Da hängt alles mögliche zu essen drauf. Ah, okay, cool. Oh, der arme Johannes. Oh Mann, es ist voll lustig, aber es tut mir voll leid. Der kommt da überhaupt nicht mehr raus, weil das Ding ist ja alle umschließend quasi. Hm, jetzt unten, oh Mann. Uha, die arme Sau. Oh, die arme Sau. Oh Mann, ich habe voll das schlechte Gewissen, aber es ist trotzdem so lustig. Oh Mann. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Yo, ja, unglaublich, du bist so ein krasser Typ. Du hast den Johannes eingesperrt. Mein Gott, wie konntest du hab das? Hab ich gar nicht. Hab ich ja nicht mal. Na, das habe ich doch überhaupt nicht wusstest gemacht. Es ist, Johannes wusste es nicht. Ja, ich habe nur gesagt, lass uns bloß nicht beim letzten drin sein. Das wäre klug von uns. Wie geil. Entschuldigung, das ist trotzdem so lustig. Was? Ey, wo kann ich den Deerskin lesen, Alter? Guck mal, kann ich hier so ein Deerskin einfach hinlegen? Ist ja geil. Ja, kannst du so ein, genau. Ach, ist fürs Haus, glaube ich, irgendwie besser. Oh, jetzt wird's dunkel gleich wieder. Okay, wir müssen jetzt. Dreht ihr gerade? Er fragt gerade, ob wir aufnehmen. Was soll ich denn sagen? Ja. Ah, das ist ja. Johannes ist wieder da. Ja, easy. Alles gut gelaufen, aber es war schon sehr lustig. Ich finde mich hier nicht zurecht. Ich habe die Stairs mal gefunden, aber... Ich bräuchte noch ein paar Stickies. Shelter müsstest du eigentlich sagen. Ja, warte, bevor du Stairs baust, ich würde gerne mal gucken... Der Johannes. Ich finde sie nicht. Ich habe sie doch gesehen, Mann. Oh, die Freebridge sollten wir erstmal probieren, ne? Ja, genau. Das würde ich nämlich auch gerne machen. Hä? Baust du die einzeln? Die Freebridge? Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, ja. Das musst du... Huch. So experimental. Ach, nee, Tree. Tree meinst du? Die Tree Bridge geht nicht. Ja, ach so. Die kannst du nur, glaube ich, an Häusern connecten. Gelesen. Ah ja. Tree Bridge, natürlich. Ah, gut. Also, wir können so eine Brücke rüberbauen, so wie das da halt ist mit den Custom Floors. Sowas können wir machen. Mit dem Custom Foundation. Das ist ganz schön heftig, Alter. Ja, entweder wir machen Stairs oder wir machen halt auch wieder. Wir machen jetzt eine Brücke. Machen wir eine Brücke. Ist cooler. Aber andererseits brauchen wir irgendwie auch was. So eine Leiter wäre gut einfach. Ach, ich glaube, wir müssen sogar Stairs machen, aber die machen wir dann vielleicht, pass mal auf. Von dem hier auch vorne aus, oder? Ja, genau, von der Klippe aus, von der gegenüberliegenden. Oh, das wird nichts. Von der anders gegenüberliegenden müssen wir die machen. Huch, die kann man da gar nicht, kann man die Stairs nicht mehr, ich dachte, die konnte man mal hochbauen. Ist das die einzige Stair, die wir haben jetzt? Warte, ich gehe mal ganz kurz rum. Also, wenn man eine hat, kann man die dann, ich kann die ja hinsetzen mal. Probieren wir das aus. So, warte. Eigentlich wäre es gut, wenn wir den Tag abwarten würden. Dann würden wir mal was sehen hier. Oh, mein Gott. Was denn? Ich bin in den Krater gefallen. Ich bin tot, aber das ist eine super Folge. Ich komme nicht hier raus, glaube ich. Ich sehe dich da unten. Warte mal, ich versuche dich mal zu leiten. Ich komme mal ganz kurz runter. Ja, ich bin da. Bin wieder. Bist du raus? Ja. Boah, Alter. Ah, super. Abbrechen. Voll geil. Also feiere ich gerade ein bisschen, tut mir leid. Ich weiß nicht, ich will jetzt die Treppe nicht aufgeben. Zumindest nur ungern. Okay. Alter, wir müssen jetzt theoretisch. Sieht aber nix. Hier müssen wir eine Treppe hinbauen. Warte, ich versuche das vom Gegenüberliegenden. Das wäre eigentlich geil, wenn man da vom Gegenüberliegenden draufkommen würde. Das muss ja ultra hoch sein. Wie viele Blöcke brauchen wir denn da auch? Ja, eigentlich bräuchten wir beides fast. Weil sonst kommst du ja nie von unten. Wenn du da unten am Lager irgendwie rumhampelst, kommst du gar nicht hoch. Obwohl, wir könnten so nee, eine Plattform bauen. Nee, ich will, pass auf, guck mal, siehst du, wo ich bin? Siehst du, wo ich bin? Alter, ich würde gerne von hier so oben. So eine Plattform, so eine Baumplattform dran. Können wir das nicht auch machen? Oder ich glaube, das geht nicht. Das geht nur um Bäume. Deswegen ist ja nur ein Baum. Ja, komm, dann scheiß drauf. Ich würde gerne dann so eine Brücke irgendwie darüber bauen. Hm, ich verstehe. Das Problem ist nur, ich glaube, das Einzige, was ich machen kann, ist so eine Custom Foundation wieder als Brücke. Und dann kannst du da wieder nicht durch da unten. Das wäre natürlich schade eigentlich. Ja. Das können wir nicht bringen. Was ist mit diesen Baum-zu-Baum-Dingern? Das geht auch nicht. Ich guck mal. Boah, warte Baum mal. Lass mal hier an diesem Baum vielleicht so ein Plateau bauen. Nee, du hast keinen Ankerpunkt. Du brauchst Ankerpunkte, um daran zu connecten, die Bridge. Und die hast du da bei diesem Riesenplateau, was wir da gebaut haben, nicht. Ach, shit. Naja, Architektenbüro, 93, ne? Hm. Ja, natürlich. Man muss natürlich auch Kompromisse finden, wenn der Kunde Probleme hat.
Verstehst du? Ja, das Leben ist ein Kompromiss und wir sind nur die Kandidaten. Huch, was war das denn gerade? Ach. Was denn? Hast du was Neues rausbekommen? Oh, das war scheiße. Ist egal, das kann ich später noch abreißen. Was hat er getan? Ach, Custom Floor, hab ich doch, eigentlich war das gar nicht so scheiße. Nee, weil jetzt ist das vielleicht ein Andockpunkt. Ja, ja, genau. Eine Frage musst du gerade mal beantworten. Was denn? Achso. Ich weiß nicht, der Johannes hat, jetzt habe ich da nichts gebaut. Wozu soll das eigentlich gut sein? Es wird ein Palast. Boah, ich würde es echt gerne. Kann ich da keine Brücke? Ich probiere mal ganz kurz, aber Trail Bridge geht, glaube ich. Das ist aber eine geile Frage. Ach, Custom Stairs, ich bin so doof, na klar. So 3 Jahre mit uns, dass wir noch rumarbeiten? Okay, ich vertraue euch mal. Ja, der kennt uns nicht. Ich glaube, kann das sein, dass es die maximale Bauhöhe ist? Fehler. Schön. Maximale Bauhöhe wäre jetzt auch ein Traum. Dann haben wir boah, da kannst du keine Wände mehr drauf bauen. Das wäre natürlich richtig geil. Oh nein. Na, warte mal, ich probiere das mal irgendwie richtig hinzukriegen hier. Oh, ich habe voll Hunger. Warte. Also in-game. Out-game könnte ich jetzt aber auch einen schönen Nudelauflauf. Ja, langsam können wir mal, glaube ich, hier. Nudelauflauf. Gute Idee. Boah, wäre voll geil. Mit ein bisschen Ei und Schinken drin. Oh. So, warte. Oder Gemüse. Boah, wie geil der Blick da auf diesen... Alter, das funktioniert, glaube ich. Okay, warte. Ich hoffe, der Eingeborene kommt jetzt nicht. Ich habe gerade wieder einen gehört. Wenn das funktioniert, Hut ab! Hut ab! Alter, das wäre mega. Haben wir eigentlich schon so ein Ding, wo wir die Sachen abstellen können hier, diese Bäume? Alter, es könnte klappen, wenn das klappt. Alter, das wäre richtig geil. Aber wir können ja auch die Sheds da, die Schlitten dafür nehmen, die Sleds. Da bleibt das ja wahrscheinlich auch drin, will ich mal behaupten. Geht das? Ich glaube, du musst noch eine Plattform an den Baum verknüpfen und dann rüber. Warte mal, was war das denn gerade? Ah, so würde es gehen? Ach, aber bis ganz hier rüber kann ich nicht, oder was? Wird es da zu lang, oder? Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen zu lang ist. Shit, haben wir natürlich Pech gehabt. Ja, warte. Ich setze mich mal gerade hin. Und mache es mir gemütlich. Ja. Nur was kann ich es ja abreißen gleich. So, ah. Alter, geil. Boah, guck mal. Geil. Wenn das funktioniert, Alter. Perfekt. 64 Loks brauchen wir noch. Wenn es weiter nichts ist, dann gehe ich mal in die Arbeit. Das wird ein Großbauprojekt hier die letzte Zeit. Ja, man kann auch nicht von unten bauen. Da müssen wir von oben am besten liefern. Ich muss zugeben, ich habe sowas bei Forest noch nie gebaut. Ja, das ist jetzt auch ein richtig krasses Projekt, Alter. Ohne ja. Scheiß. Ist die Treppe nicht zu tief? Hä? Ja, vielleicht ein bisschen. Oh ja, die ist zu tief. Aber da kann man da hochspringen. Mal abreißen. Ich wollte mal lang gehen, aber es geht noch nicht. Nee. Nee, ich glaube, die ist zu tief. Könnte sein, dass... Obwohl, da müsstest du noch hochspringen können. Also... Das wäre jetzt natürlich ein bisschen ätzend, weil wir den nicht abreißen können. Vielleicht probierst du es lieber nochmal neu. Machst das noch ein bisschen höher. Ja, warte. Ich probiere die gerade abzureißen. Irgendwer hat ja schon einen Baum reingesetzt. Ich habe einen Baum reingesetzt. Achso. Warte, macht ja nichts. Ich probiere nochmal ganz kurz abzureißen. Ja, ja. Reiß mal ab. Aber das könnte echt geil werden. Also das wäre natürlich ja, die Mega-Hütte. Genau, aber der hat recht. Eine Stufe höher. Die oh. Okay. Wäre nicht verkehrt. Piu. Ah, guck mal. So. Star-Architekt. Gregorio. Okay, Custom Stairs. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe... Oh. Ist mir gerade auf den Kopf geworfen. Das ist aber echt super aus Versehen. Also man kann es hier sehen. Also hör als so kriege ich die nicht. Ich weiß nicht genau, wie hoch das... hör geht die nicht. Notfalls kann man da aber, glaube ich, noch eine Treppe draufbauen oder springen dann einfach. Fertig. Ja, mach mal. Ist ja immer noch geil. Ich glaube, die geht einfach nicht höher. Haben wir alles gegeben! Aber wir können da theoretisch auch noch voll die Sachen daneben bauen.
Mit so Treppen runter und so voll das Riesenkonstrukt. Von wegen, man will nicht auf einer Insel stranden. So. Oh. Dann habe ich wieder Durst. Oh oh. Ich will mir die Dosen aufsparen gerne. Oh nein. Bitte, jetzt gibt es kein Ureinwohner hier. Baumfell. So, dann schwummel ich mal hier hoch. Irgendwie sah das vorher besser aus. Shitty. Warte mal, vielleicht liegt das... Vorsicht. Boah, ich wurde, glaube ich, angegriffen, oder? Ja. Alter. Kriegst du das gerade hin? Ich sehe ihn nicht. Ah, da vorne. Du Arschloch. Drauf, alle Mann. Jetzt will er abhauen, oder was? Okay, dann wollen wir mal. Komm, Robin. Ja, schön. So, Robin hat wieder zugeschlagen. Aber das ist doch genauso wie eben, oder? Ist doch genauso wie eben jetzt. Ja, ja, klar. Aber es geht halt nicht höher. Es geht aber nicht höher. Dann setzen wir jetzt hier rein. Komm, tack, tack. So, warte. Zack, zack. Oh, hab ich sie aus Versehen gedroppt wieder. Egal. Ihr habt halt ja da die vorne. 37? Jetzt bin ich aus Versehen hier runter. Es geht recht flott. Das geht recht flott, das geht ruppizuppi. Achso, ich habe gar keine Stickies. Ich hole mal die restlichen da hinten her. Oh, ich muss was trinken. Ich hoffe nur, also das wäre ein mega Fail, wenn wir da keine Wände bauen, also keine Wände mehr bauen können, weil das zu hoch ist. Das wäre natürlich ein mega Fail. Ja, dann haben wir eine schöne Aussichtsplattform, mehr nicht. Ja. Kann man das vielleicht auch nicht das Schlechteste, aber nee, auch nicht mehr scheiße oder jetzt, aber das ist nicht so geil. Huch, Mist, nicht gespeichert. Achso. Ja, kenne ich, Alter, kenne ich. Siehst du, passiert nicht nur uns. Nee. Ist halt normales Gameplay, weißt du? Aber ich speichere da gerade mal, wo er das gerade sagt. Das war eine gute Idee. Der Speicherpunkt schlecht gewesen sogar von mir. Weil wir hätten das Ding ja gebaut, ohne dass die ganzen Sachen verloren hätte, die ich jetzt. Die ganzen Nahrungsmittel und so. Okay, da hinten sind keine Bäume mehr, die sind alle weggeholt. Ich speichere auch mal, damit der Server auch den Spielstand hat, wa? Ja, ja. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Nicht gerade unclever. Sag mal, hier ist doch schon wieder einer. Ich kann jetzt eh nicht mehr failen gerade, weil es so dunkle Nacht ist. Da muss ich mal ein bisschen warten. Insofern kann ich mich mal um die Kollegen kümmern. Vorsicht, Johannes. Ah, der ist schon tot wieder. Der ist am Dancen bei mir. Fangen die wieder an zu tanzen. Ja, ja, ich habe den wieder angebrannt gerade. Oh, diese Nase, ey. So. Guck doch die Aufnahme. Boah, geil. Ich hoffe, wir können da oben Wände setzen. Das wäre der Hammer, Alter, ohne Scheiß. Es wäre mega schade, wenn es nicht gehen würde. Es wäre echt mega schade, muss ich sagen. Also so ein cooles Plateauhaus, vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen, noch ein kleines Plateau daneben mit so Treppen runter und so. Oder vielleicht so Hängebrücken. Ich verstehe dich gar nicht, weil es gerade voll stürmisch ist, wo ich bin. Man muss den Gamesong, glaube ich, ein bisschen runterdrehen. Manchmal ist der übertrieben laut. Ja, aber eigentlich nur bei diesen, vor allen Dingen bei Wasserfällen, in Höhlen und bei Wind. Ansonsten und Feuer geht's hier alles. Diese Fackeln und so, die man... Ah, scheiße, ich hätte mal mehr trinken sollen. Aber ich muss mal resten sollen. Ach, cool, okay, ich verstehe. Ja, ich muss gleich aber noch trinken. Du hast schon besseres trinken angeblich, Mist. Ne? Weiß ich gar nicht. Ich habe immer noch nicht gespeichert, ich voll Honk. Ja, mach das doch mal da vorne, ist doch direkt hier. Ja. Ich laufe natürlich mal gleich los und baue weiter. Kenn ich. Und dann hast du 10.000 meine Kommentare für den Gronk. Gronk, Gregor. Was? Wie lange nehmen wir eigentlich wieder auf? Nur mal so kleine... Oh, wir müssen Pause machen gleich, warte. Alter, wie die da rumfliegen. Geil. Der ist gerade weggesnackt, der Baum. Da ist er schon wieder. Mann, die sind so ätzend. Boah, ganz schön viel Holz jetzt hier arrangiert. Oh, da kommt einer. Boah, Alter, ist jetzt auf mich zugehastet. Oh, da sind ganz viele. Ja, ich glaube, die vermissen ihre Kumpel gerade. Schnell die Dings einsetzen, jetzt geht's los. Zack.
So, einer hängt da hinten im Baum, habe ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Da. Kommt der klar da unten? Ja, ja, geht. Läuft, irgendwie greifen die alle mich an. Nein, Johannes, weg. Johannes steht da gefährlich. Wo ist der Typ im Baum? Ich komme mal gerade runter. So. Ist auf jeden Fall erledigt. Cool, es brennt wieder. So, der brennt. Der da hinten auch. Und noch einer kommt gleich aus dem Baum gescheißert. Dann kriegt die ja wohl platt. Boah, mit Feuerfall ist so ein Geschenk. Ja, die sind völlig overpowered, finde ich. Weil die sind ja eigentlich echt keine Gefahr mehr. Obwohl. Ja. Kommt drauf an. Also manchmal erwischen die einen noch. Wo ist denn der Letzte? Also wenn du jetzt hier mit vier Mann oder so spielst, ist es schon ziemlich easy. Einer ist noch hier. Ist egal, bauen wir weiter. Kriegen wir es vielleicht ja, okay. Fertig, komm. Machen wir es diese Folge eben noch fertig. Dann machen wir jetzt mal eine Spezialfolge mit Speziallänge wieder und so. Haben wir ja zum Glück nie. Nie, nee. Das war so selten. Toll, jetzt laufe ich hier mit einem Baumstamm rum, weil ich so effizient bin. Für die Spezialfolge habe ich nur einen Baumstamm genommen. Oh, ich auch. Nee, damit die noch länger wird. Weiter, zum Glück. Zum Glück, Alter, zum Glück. So, wie viel brauchen dann wir denn? Rasier ich. Nicht, hm, noch 10. Die kriegen wir aber noch hin. Mit den ganzen ich muss Manieren. Dringend was trinken und speichern. Ja, das machst du nachher. Oh, jetzt habe ich wieder Pfeile verschwendet. Echt, wir brauchen noch 10? Ja, 10, dann haben wir es. Bei mir steht insgesamt unten links, dass wir noch 40 Loks brauchen. Wofür ist denn der Rest, frage ich mich. Für den Boden. Ah ja, stimmt. Ja, habe ich vergessen. Oh, ja komm, dann mach du den Baum, Johannes. Komm, hier den nächsten. So, ich fäll hier hinten noch so ein paar, ne? Ja, ich glaube, wir müssen nur 2, 3 fällen, dann haben wir eh genug. Also gut, zumindest für den, dann können wir uns in der nächsten Folge tatsächlich an den Boden machen. Oder wir machen mal wieder eine Exkursion, weil wir jetzt so viel gebaut haben. Obwohl, ich finde das gerade ganz geil mit dem Palais eigentlich. Ja, ich auch. Also ich bin gespannt, wie der wird vor allem. Ja, da bin ich auch. Ich hoffe, ich will vor allen Dingen wissen, ob wir Wände bauen können. Das muss ich unbedingt wissen. Nice, ich höre da drüben wieder so ein Eingeborenen, kann das sein? Da liegen einfach 4 Bäume gerade, 3 Bäume um. Boah! Oh oh. Ja, ist easy. Höre ich Muschiklaus? Oh, nein! Ja, easy, sage ich. Easy, sagt er. Und dann rannte er mir hinterher und wollte mich geschlagen. Ich muss kurz in mir. Warte, ich höre Muschi. Da heult einer. Da ist der runtergeklatscht jetzt gerade da. Der Alter, da heult irgendwo einer. Hörst du das nicht? So ein tiefes Geheule. Hör, wo kommt der denn her? Gerade nicht. Bin am Fighten. Ich glaube, Muschiklaus kommt zu Besuch. Ey, das kann doch nicht sein. Wann stirbst du? Hä? Die haben mich gar nicht getroffen. Hä? Alter, wie gruselig sich das anhört. Ich hab ihn auf die Schulter genommen. So tanzt er weiter? Ja, ich hab einen Private Dancer. Wieder mal. Der tanzt für mich hier. Ich hab das nicht gehört. Wie hat sich das denn angehört? Mach doch mal nach. Aber die Brücke ist gleich jetzt fertig. Alter, ist das furchtbar. Was ist das für ein Geräusch? Das ist die ganze Zeit... Noch einer, dann ist die Brücke fertig, Leute. Warte. Sie fertig. Ich komme gleich, da unten kommen die nächsten Ureinwohner. Es klappt, einer zumindest. Man kann da hoch. Geil. Und jetzt bin ich gespannt, ob man eine Mauer okay, bauen kann. Okay, es war nicht Muschiklaus. Und das, ob wir das funktioniert. Ob man da höher bauen kann, das werden wir erfahren in der nächsten Episode. Von ich will natürlich auch mal dahin. Ja, aber hier, Hochspannung müssen wir erst hier... Boah, ist geil, oder? Ja, ist Hammer. Wenn der Nebel jetzt nicht... Toll, Hammer, ausgerechnet jetzt Nebel, aber wenn der nicht wäre, boah, geil. So. Ist nur ein bisschen klein, ne, von der Grundfläche. Ja gut, aber notfalls können wir anbauen mit 30 Milliarden Baumstämmen. Ja, das kriegen wir hin. Oder hier vorne noch so ein Haus machen, mit so einer Brücke drüber. Hier so, weißt du? Ja, das würde auch gehen. Ja, so ein Brückenhaus quasi, also im wahrsten Sinne. Und da können wir dann so einen Garten auch machen und pipapo. Und dann können wir theoretisch sogar eine Mauer machen, da drum ziehen noch hier. Da können wir alles machen. Alles können wir machen. Ja, Mann, Ja, Mann. Geil. Gefällt mir gut. Baumstämme werden geschleppt. Ich würde sagen, wir machen mal eben ein kleines Folgenpäuschen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder, Sari? Ja, 29, dann steht der Boden. Das kriegen wir auch hin. Bis dahin, Freunde. Bis später. Tschüss. Oh, warte, ich lock mal ganz kurz. Ich gehe wieder drauf, bevor wieder Eingeborene angreifen. Aber speicher mal. Ob der Karren... Warte mal. Bei mir überall Dates mit Kannibalen. Bevor wir die Folge beenden, speichere ich eben nochmal ganz kurz. Entschuldigung. Das wäre mir echt lieb.
Hat der da jetzt wirklich ein Loxlet oben auf die Brücke gepackt? Einmal mit Profis arbeiten. So, warte, ich speichere mal eben. Zack. So, gespeichert. Ich probiere mal ein paar Sticks zu organisieren, damit wir diesen Halter runter mal endlich fertig. Hallo? Oh. Ah, jetzt geht's wieder. War wahrscheinlich gerade eben kurz Timeout, oder? Ja, aber nur Sekunden. Gut, weil ich gerade gespeichert habe. Alles gut, Gregor, alles gut, alles easy. Spieze. Jut. Dann gehe ich nochmal ganz kurz. Ich werde mich da oben... Okay, ist gar nicht so dumm, den Loxlet hier oben drauf zu packen. Ich weiß noch nicht genau, ob man den wieder zurückkriegt. Ja, kriegst du mal immer. So, pass auf, ich logge hier mal ganz kurz aus. Ich hoffe, ich kann hier ausloggen. Nicht, dass sie den jetzt zu Ende bauen, während wir die Folgenpause machen. Pass auf. Okay, kurz Folgenpause schreibe ich mal. Ja. Das ist gut. Das ist gut, das wirkt. Boah, hier sind super viele Sticks. Ich habe jetzt wieder 10. Jetzt können wir auch die Halterung hier unten fertig machen. Wobei ich jetzt hier unten gar nicht mehr so begeistert bin. Aber. Ein Lok ist gerade rausgefallen aus dem Loxlet. Mit der Axt? Nee, der Johannes. Boah, der wäre der Axt-Drehmörder. Das wäre ein Highlight gewesen. Fast. Habe ich schon gemacht in der Folge. Ich weiß. Nicht in der Folge. In der letzten Folge oder diese Folge habe ich das gemacht. Boah. Ja. Warum hast du nicht geprahlt wie ein Prahlhans? Nee, weil beim zweiten Mal ist casual. Oh Gott, jetzt ist es echt auf, ey. Ich bin so ein Dreckiger manchmal. Echt so ein dreckiger Kleiner. Boah, ja. wird aber ganz geil. Freue ich mich drauf, wie das weitergeht. Bin ich echt mal gespannt drauf. Ich auch, Alter. So, jetzt aber erstmal ins Screen. So, den einen brauchen wir nicht. So, da sind wir jetzt. Alter, kaum im Endscreen höre ich Schreien von irgendwo. Was ist da los? Ich höre diese Schreie nicht. Ich glaube, du solltest mal dein Gehirn überprüfen. So, ich höre, da kommt schon wieder neue. Da sind schon wieder neue. Mhm. Ja. Scheiße, ich renne mal ganz kurz mitten im Endscreen. Es tut mir echt leid. Muss ich leider mal ganz kurz, statt dem abmoderieren, stelle ich mir mal ganz kurz safe hier hin. Ich hoffe, die kommen nicht hier hin. So. Hier sind wir safe. Hier oben Vorsicht sind wir safe, ja, liebe Freunde. Safe stellen. Das war auf jeden Fall wieder eine effiziente Folge, vor allem ziemlich bauig, aber wir kriegen das schon hin. In der nächsten wird dann auf dem Boden nochmal ein weiterer Boden gebaut, was völlig sinnlos ist. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz, aber gut, das ist halt das Spiel. Er ist auch nicht ganz gerade, muss ich zugeben. Also das Gebäude ist nicht ganz gerade, aber das hast du halt von unten kaum gesehen. Das konntest du gar nicht so richtig hinkriegen. Naja, in der nächsten Folge bauen wir den Boden und dann checken wir mal aus, ob man Wände bauen kann. Also wenn das funktioniert, ganz ehrlich, dann mache ich ein Fass auf. Das wäre richtig geil. Würde ich mich extrem freuen. Und Dach wäre auch nicht schlecht. Dach kriegen wir auch noch hin und dann haben wir echt eine coole Bude. Freue ich mich drauf. Das wäre natürlich der... Oh nein, ich werde angegriffen. Oh Gott, ich glaube, ich sterbe. Ja, stell dich safe, Alter. Ich kann dich gerade nicht retten, ich bin im Endscreen. Ja, alles gut. So, jedenfalls bis zur nächsten Folge. Ciao mit Y.